Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist überraschenderweise schon die Birchbox gekommen, beziehungsweise, ich sage immer noch Birchbox, ne? Die Blissim-Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Blissim-Box ist eine französische Box, die aus Frankreich natürlich kommt und monatlich erscheint. Die kostet 17,90 € pro Box. Schau einfach mal unten in die Infobox, da habe ich dir einen Link reingesetzt. Da bekommst du auch ein bisschen Rabatt, falls du die abonnieren solltest. Die kommt jeden Monat auch in einer anderen Verpackung. Das heißt, manchmal kommt sie als Box, manchmal kommt sie als Tasche. Diesen Monat konnte man sich sogar die Taschenfarbe aussuchen. Also im Prinzip hat man vorher einen Newsletter bekommen, wo gefragt wurde, die oder die Farbe, welche möchtest du wählen? Und ich habe, glaube ich, angeklickt, überrasch mich. Und ich habe ein wunderschönes Lavendel bekommen. Ich glaube, genau, die Alternative wäre so ein Rosa gewesen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt schöner gefunden hätte. Ich mag meinen Lavendel tatsächlich auch sehr gerne leiden. Und das ist halt erstmal sowieso schon mal ein Ding oder das erste Produkt im Prinzip, was ja auch irgendwo einen Wert hat. Du hast hier immer so 5 Beauty-Produkte drin, die meistens Mini-Größen oder kleine Größen aus dem Sortiment von denen sind, was die schon im Online-Shop haben. Denn als Abonnent kann man dort im Online-Shop auch für vergünstigt shoppen, genau. Also ich vergleiche das auch immer, ne, ob das günstiger ist oder nicht günstiger als zum Beispiel Douglas oder so, weil da bekommst du auch MAC und Rituals und The Body Shop und sowas. Naja, und wir bekommen als Abonnenten halt immer dann monatlich so einen kleinen Überblick, mehr oder weniger, ne? Genau, und jetzt habe ich das geöffnet. Also es fühlt sich an wie eine richtig schöne Winterjacke, um ehrlich zu sein. Das Motto ist Fresh Start, jedenfalls steht das hier so drauf. Magazin ist auf Französisch, Leute. Die Homepage eigentlich auch, aber man kann normalerweise, wenn ich das über meinen Browser mache, über meinen Laptop, ne, dann erscheint oben rechts bei mir so ein Fenster, ob ich das übersetzen möchte. Und dann übersetzt der automatisch die Homepage auf Deutsch und dann verstehe ich auch, was da steht. Genau, und wenn du dann dich auf dieser Homepage einloggst, dann siehst du auch noch die ganzen Produktbeschreibungen auf Deutsch halt, ne? Weil hier müsste das alles auf Französisch drin stehen. Das ist dann natürlich ein bisschen schwierig. Ich verstehe und spreche zwar ein bisschen Französisch, aber auch nicht perfekt. Okay, ich greife rein und nehme das erste Produkt raus. Und nein, das ist keine Mini-Größe, das ist eine Full-Size. Und zwar von einem meiner Lieblings-Eyeliner. Geil, das ist der Eyedo Liquid Eyeliner von Ayeko oder Aiko. Mein Lieblings-Eyeliner ist ja von Ayeko der Black Magic, glaube ich. Ne? Heißt der Black Magic? Genau, das ist der hier, den habe ich hier auch liegen. Habe ich heute nicht verwendet. Ich habe heute ein Full Face MA Sand drauf. Also seid gespannt, das kommt bald online. Falls du noch nicht abonniert haben solltest, mach das gerne mal da unten, dann verpasst du das auch nicht. In nächster Zeit kommen sehr viele Schminkies online. Genau, ja, und ja, geil. Den müsste ich gegebenenfalls sogar noch als Backup da haben. Du hast eine riesengroße Verpackung für ein kleines Produkt im Prinzip hier, ne? Und das ist halt die Full Size davon. Du hast hier wirklich einen Eyeliner, der eine Filzstiftspitze hat. Ich guck mal eben schnell. Seht jetzt, ne? Ich habe meine Make-up-Sammlung neu organisiert. Auch das kommt demnächst hier online. Also stay tuned, Leute. Schaue ich mal, ob ich den auf den ersten Blick in meinen Eyeliner finde. Ja, habe ich einen kleinen da. Dann swatch ich euch den mal. Genau, that's where I draw the line. Der hat halt so eine Filzstiftspitze, die aber nach vorne hin relativ fein geht. Also ich kann da recht gut mit arbeiten, wenn ich ehrlich bin. Ja, das funktioniert schon, ne? Das ist echt schön. Der gibt gut Farbe ab. Du kannst da, wenn du vorsichtig mit arbeitest, auch vorsichtig einen Eyeliner ziehen. Ansonsten ist es doch ein bisschen dicker, ne? Also da mag ich dann tatsächlich lieber den Black Magic. Ja. Aber trotzdem Full-Size-Produkt. Ich weiß nicht, was der kostet. 15 €, 20 € so den Dreh. Ist relativ hoch. Preisig und deswegen finde ich das cool, dass wir hier so ein Riesenprodukt mit drin haben. Ich weiß nicht, ob mir das einen Fresh Start gibt, ein Eyeliner, aber es ist auf jeden Fall schon mal ganz schön, wenn man eine klare Linie in Anführungsstrichen reinbringt. Ne? Okay, das nächste Produkt, was ich hier rausnehme, ist ein Lippenbalsam. Okay, ja gut, das können wir jetzt aktuell wirklich gut gebrauchen. Das ist Jersey Shore Cosmetics, das sagt mir nichts. Vanilla Coconut Cream. Sammy, was liegt hinter mir und leckt sich da am Poppes rum? Ja, kann man machen, ne? Ich mag jetzt ja nicht so gerne Kokosnuss, aber so ein Lippenbalsam ist nie weg. Kann man auf jeden Fall nichts drüber sagen. Du hast halt auch sehr, sehr oft bei diesen Produkten von
von der Blessing-Box sehr natürliche Geschichten. Ne? Also auch das Aiko ist, glaube ich, irgendwas Natürliches hat er auch mit dabei. Ich gucke mal eben auf die Schnelle, ob ich das übersetzt bekomme in meinem Kopf. Ja, das, hier steht halt auch, dass es super krass und toll ist, wenn du Lippenbalsam im Winter verwenden kannst. Das kannst du sogar auch um deine Augen drum zu machen, um da so ein bisschen das Ganze zu reparieren. Das würde bei mir tatsächlich auch aktuell ganz gut sein, weil ich hier, man sieht es wahrscheinlich auch, ne, weil die Foundation, die ich drauf habe, nicht ganz so deckend ist, habe ich halt auch sehr trockene und sehr rote Stellen. Und das ist eine biologische Formulierung und irgendwas mit Huile de Mongongo sagt mir gar nichts. Irgendein Mongongo-Öl. Okay. Ja, und das machst du dir einfach dahin, wo du es brauchst und dann ist alles gut. Ja, aber hauptsächlich halt auf die trockenen Lippen, ne? Nett! So, das war das zweite Produkt und jetzt kommen wir zum dritten und das ist ein ganz kleines Produkt von L'Occitane. Immortelle Reset Resenui Huil Serum. Also das ist ein Öl in Serum, also ein Öl, was sich zu einem Serum entwickelt und das wird dann wohl fürs Gesicht sein, ne? Hier haben wir 5 ml drin, was nicht viel ist. Okay, L'Occitane-Produkte habe ich so noch gar nicht häufig verwendet, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich hatte mal Körperprodukte und die waren mir irgendwie, die mochte ich nicht so gerne. Die waren mir zu natürlich, in Anführungsstrichen. Und wir haben hier drin auch irgendwie so kleine Perlen oder sowas sind das. Wow, mein Stuhl rollt weg. Ich glaube, das sind halt so Perlen, die mit irgendwas dann gefüllt sind, was dann aufplatzt, wenn man es rausdrückt, so ähnlich wie bei diesem Love Primer. Gibt es ja auch, ne? Und dann platzt das auf und dann hast du irgendwas Cooles im Gesicht. Genau, du kannst das nämlich dann hier oben rausdrücken und wir gucken uns das mal an. Ist jetzt super kalt, weil es hat tatsächlich eben erst der Hermesbote gebracht. Der arme Mann. Es hat bei uns heute ganz kurz geschneit übrigens. Heute ist der 5.1. Genau, so, also hier kommt dann das Produkt raus. Und ja, das sieht halt einfach durchsichtig aus. Und das probiere ich mal auf meiner Hand. Das riecht sehr kräuterig natürlich. Ja, okay. Und das ist ein Öl, was dann fest wird zu einem Serum wahrscheinlich, ne? Ja, zieht auf jeden Fall gut ein. Fühlt sich gut an. Kann ich mich nicht beschweren, ne? Ja, so sieht meine Hand dann aus. Ja, Claudia, es ist einfach ein Handrücken. Ja, egal. Genau, finde ich auf jeden Fall sehr hübsch und sehr cool. Ich habe keine Ahnung, was sowas kostet. Steht hier tatsächlich auch gar nicht bei, werde ich mal ausrechnen. Und das soll entsprechend hier hydratisieren und aufplumpen, also repulpe. Okay, ja, läuft. Next one, da haben wir ein Typchen. Und zwar Aqua Hero, das ist für den Körper. Ich glaube, sowas habe ich auch in der Art schon da. Ein hydratisierender Körperbalsam. Jo, so schaut der aus. Ja, irgendwas mit maritim Krithmum, keine Ahnung, was das ist. Und das ist maritim basiert, also meeresbasiert. Das finde ich ja ganz gut. Habe ich ja durch Dalton kennengelernt, dass diese ganze Meereskosmetik echt gut für die Haut ist. Deswegen, das gönne ich mir. 96% natürlichen Inhaltsstoffen und das machst du einfach auf deinen Körper, abends oder morgens. Machst es dann, wie man sich halt Bodylotion aufträgt, ne? Ganz normal. Und da sind 40 ml drin. Das, ja, gucken wir mal, ne? Feuchtigkeit kann ich auf jeden Fall sehr gut gebrauchen und so haben wir schon 4 Produkte. Und dann haben wir das 5. Produkt, das heißt, die Tasche ist dann so ein Add-on. Manchmal haben wir auch mal eine Probe oder sowas mit dabei, also wirklich Probe. Dann ist die aber auch nicht preislich aufgeführt, ne? Genau, und wir haben halt auch immer ein nettes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist jetzt nicht so exorbitant krass, aber du kriegst halt schon Produkte, die sinnvoll sind und die du gut verwenden kannst, ne? Also das ist halt so meine Meinung von der Box, deswegen habe ich die auch gerne weiterhin im Abo. Luxeol Shampoo Reparateur, also ein reparierendes Shampoo, was nährt, repariert, schützt die Haare mit Keratin, Karité-Butter und Provitamin B5. Genau. Das hört sich auch gut an. 75 ml ist auch eine gute Größe, um das Ganze mal auszuprobieren. Dann hat man das über einen etwas längeren Zeitraum als nur so ein paar Tage oder sowas, ne, wenn du so ganz kleine Geschichten hast. Und ja. Ja, kann ich jetzt gerade nicht dran schnüffeln, weil das halt noch komplett verschlossen ist. Wobei, wir können ja hier, oder? Nee, können wir nicht. Mist. Ich dachte, ich könnte das jetzt einfach hier so aufdrehen. Nee, das ist schon mit einem Sicherheitsverschluss, Claudi. Riecht auf jeden Fall sehr angenehm. Also diese Keratin-Shampoos,
habe ich jetzt auch so ein bisschen für mich entdeckt. Da habe ich auch schon das ein oder andere verwendet. Die machen meine Haare schon gut, ne? Also die reparieren auch ganz nett. Und ja, das war jetzt die Blissim-Box vom Januar. Haben wir einen frischen Start hingelegt? Ich würde sagen, ja. Denn wir haben tatsächlich viele hydratisierende Produkte hier drin. Überwiegend Pflege, also so ein bisschen dekorative Kosmetik durch den Eyeliner. Was ich aber eigentlich ganz gut finde tatsächlich, weil ich gerne Eyeliner trage. Also für mich ist es nice. Ja, und ansonsten hat mir die Box wieder gefallen. Die macht auch für mich, die macht Sinn. Ne? Es ist ein gutes, man kann auch mal reinschnuppern in andere Marken, die man halt vorher nicht so kannte. Deswegen kann ich die empfehlen. Unten in der Infobox, wie gesagt, der Link. Und ja, ihr Lieben, das war's jetzt von meiner Seite. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, genau, von den Beauty-Boxen, die ich dieses Jahr schon aufgemacht habe. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!